sehen Sie, es ist ja bekannt, dass zum Beispiel CEOs aus dem Silicon Valley ihren eigenen Kindern den Umgang mit Tablets und so weiter verbieten. Also sozusagen das Produkt, was sie der Welt anbieten, selbst für gefährlich halten. Ich habe mich nicht impfen lassen, weder mit unserem Impfstoff noch mit irgendeinem anderen. Wir haben auch nicht wirklich irgendetwas entwickelt. Die Virusstruktur wurde uns bereits Ende 2018 ausgehändigt, inklusive eines Impfstoffes. Wir wurden dann in den Medien quasi rumgereicht, also wie Äffchen. Was ich sagen kann, ist, dass der BioNTech-Impfstoff definitiv nicht das ist, wofür die Leute ihn gehalten haben. Ganz und gar nicht.